Halt mal, ich habe es gerade gesagt, Sie haben einige Krisen gesehen, die Flüchtlingskrise, die Finanzkrise. Wenn Sie das irgendwie beurteilen müssten, ist dieses die schwerste, die Sie zu managen haben? Ist jedenfalls die, die mir am meisten an die Nieren geht, weil es eine Krise ist, die nicht das Land betrifft abstrakt oder die Wirtschaft abstrakt, sondern von 43 Millionen Menschen fast eigentlich jeden Einzelnen unmittelbar durch Sorge um Angehörige, durch Sorge um Arbeitsplätze, durch Einbußen in der wirtschaftlichen Existenzbasis. Das hatten wir jedenfalls zu meiner politisch aktiven Zeit so noch nicht gehabt. Und deshalb berührt mich das schon. Und man spürt auch, dass die Menschen von uns erwarten, dass wir dieser Verantwortung gerecht werden. Es gibt ja bei den Krisen immer den Moment, wo man, wenn man in Verantwortung ist, in den Abgrund blickt. Bei der Finanzkrise war es sicher der Moment, wo bevor dem Run auf die Banken, bei der Flüchtlingskrise waren es eben diese Menschen, die da in Drecks über die Grenze gingen. Was war es denn für Sie in dieser Krise? Ja, der Blick in den Abgrund war, als die große Sorge bestand, dass die Zahlen der Neuinfektionen exponentiell ansteigen, als es ein Land in Europa gab, in das wir Deutsche sehr gerne fahren, nämlich Italien, wo es nicht genügend Beatmungsgeräte gab, nicht genügend Intensivbetten, um jeden Patienten zu behandeln. Und die Ärzte entscheiden mussten, wer bekommt das Beatmungsgerät und wer nicht. Und das wollten wir mit aller Gewalt vermeiden. Mhm. Das war die große Herausforderung, wenn ich jetzt etwa 4-5 Wochen zurückdenke. Und das Zweite, es haben ja lange viele Experten geglaubt, na, das wird nicht so schlimm werden mit den wirtschaftlichen Folgen dieser Situation. Mhm. Und dann ist uns klar geworden, eben, dass es ja nicht nur die Frage ist, wie lange Geschäfte und Gastronomie geschlossen wird, sondern dass wir eben zum ersten Mal seit vielen Jahren eine Rezession der Weltwirtschaft haben, sodass die deutsche Volkswirtschaft von zwei Seiten unter Druck kommt. Und das führt dazu, dass wir sehr viel an Bruttoinlandsprodukt in diesem Jahr einbüßen werden. Aber, und da bin ich ganz bei Gabor Steingart, auch die Chance haben, im nächsten Jahr relativ schnell oder schon in der zweiten Jahreshälfte den Umschwung zu schaffen. Wenn, das ist sozusagen das Ziel, das jetzt im Vordergrund steht. Wenn das Virus im zweiten Halbjahr Pause macht. Angela Merkel hat immer gesagt, wir sind am Anfang der Pandemie. Heute hat sie gesagt, es ist die allererste Phase dieser Pandemie. Die haben wir hinter uns. Glauben Sie, das Schlimmste also ist erstmal vorbei? Ja, die Infektionszahlen sind etwas niedriger geworden, aber ich bin mit solchen Prognosen sehr vorsichtig, denn wir kennen das Virus nicht. Das Virus ist kein alter Bekannter, sondern wir haben diese Erfahrung zum ersten Mal gemacht. Und das gilt dann auch für die politischen Strategien, nicht nur die Exit-Strategien. Ich war am Wochenende seit langer Zeit zum ersten Mal wieder dort, wo ich wohne, wo mein Wahlkreis ist, und da waren die Baumärkte geöffnet. Dann kam ich samstags morgens dorthin und dann waren alle Parkplätze belegt. Es gab einen Riesenstau an Autos, weil alle Menschen irgendwie raus wollten. Und dann bekam ich einen Riesenschrecken. Ich habe mich gar nicht getraut auszusteigen. Nicht aus Angst um meine eigene Gesundheit, sondern weil ich dachte, es laufen schon so viele darum. Und dann habe ich aber gesehen, dass die allermeisten tatsächlich mit diesen Masken, mit diesem Mund- und Atemschutz versehen waren, dass sie sich bemüht haben, Abstand zu halten und dass sie schon auch im Verhalten der Menschen etwas geändert hat. Das ist für mich übrigens die größte und die wertvollste Erfahrung, dass wir eben nicht ein Obrigkeitsstaat sein mussten, wie es sie auch in der Welt gibt, der den Menschen sagt, ihr dürft das und das nicht machen, ja, dass wir nicht versuchen müssen mit staatlicher Drohung oder Gewalt, sondern dass es eine ganz große Bereitschaft gab, der allermeisten Bürger in diesem Land mit dazu beizutragen, dass wir diese Infektionen in den Griff bekommen, so würde ich es nicht sagen, aber zumindest so abschwächen, dass man damit leben kann. Genau, aber dazu braucht man ja eine gewisse Klarheit. Das war am Anfang einfach. Da hieß es einfach, die Losung war, bleibt zu Hause. Jetzt habe ich 16 Bundesländer mit unterschiedlichen Losungen, zu unterschiedlichen Stufen, mit unterschiedlichen Menschenmengen, die zusammen sein dürfen. Glauben Sie nicht, dass das mehr Unsicherheit als Klarheit bringt und damit dann am letzten Ende ist dann auch die Bürger so ratlos zurücklässt, dass Sie dann auch selber nicht mehr darauf achten, was Sie machen? Naja, wissen Sie, Sie haben erzählt, ich war Kanzleramtsminister. Ja. Da war eine meiner Aufgaben die Zusammenarbeit mit den Bundesländern. Wir haben nicht nur 16, sondern da regieren auch 5 unterschiedliche Parteien in noch mehr unterschiedlichen Koalitionen. Ja. Und dann muss man sich zusammenraufen, im Grunde auf einstimmige Lösungen. Das ist nicht einfach. Okay, dann ist das heute mal nicht gelungen. Und ich glaube, dass heute schon etwas gelungen ist, was in der Berichterstattung gar nicht so zum Ausdruck kommt. Wir haben darüber gestritten und gerungen, wie weit und wie schnell die Lockerungen gehen. Das stimmt.
Und da gab es unterschiedliche Vorstellungen. Aber wir haben etwas, wie ich finde, sehr Kluges gemacht. Wir haben nämlich gesagt, wir lockern das ja, aber wir knüpfen es an strenge Voraussetzungen von der Hygiene über fortbestehende Kontaktsperren. Und man kann ja darüber streiten, ob es nun ein Ehepaar und ein Dritter sein darf oder ob es zwei Ehepaare sein dürfen oder noch zwei Kinder. Aber es ist ja so, dass diese Kontaktbeschränkungen in Kraft bleiben. Und das heißt, die Lockerungen werden mit Augenmaß gemacht. Ja, aber mit das welcher ist für Logik, mich das wichtige Ergebnis heute. Mit welcher Logik sind denn die Schwimmbäder in Hessen oder in Nordrhein-Westfalen dann offen, aber die Kitas bleiben bundesweit erst einmal mit Notbetreuung zu? Ja, das ist etwas, worüber man diskutieren kann und muss. Das hat etwas damit zu tun, dass im Föderalismus eben auch unterschiedliche Lösungen denkbar und sind. Es gibt auch in vielen anderen Bereichen unterschiedliche Regelungen. Das ist aber jetzt keine überzeugende Antwort, ehrlich gesagt, weil ich die Kinder sind doch in allen Bundesländern. Als Wirtschaftsminister, der ich sehr auch immer dafür plädiert habe, vorsichtig vorzugehen, gesagt, wenn es jetzt aber so ist, dass wir alle Geschäfte öffnen, das ist heute beschlossen worden und die Baumärkte waren schon am Wochenende auf, dann kann man allerdings auch den Gastronomen nicht sagen, ihr müsst als eine der wenigen Branchen völlig geschlossen bleiben. Dann muss es eine Öffnungsstrategie geben. Aber ich sage auch, ich fand es nicht so besonders glücklich, dass dann 5 oder 6 Bundesländer ganz unkoordiniert und mit ganz unterschiedlichen Öffnungsdaten und Zeiten vorgeprescht sind. Da hätte ich mir gewünscht, dass alle die Geduld gehabt hätten, bis heute zu warten. Ja, Sie haben ja unlängst gesagt, wir dürfen nicht durcheinander laufen wie ein Hühnerhaufen und uns gegenseitig abwechselnd mit Verschärfungen und Lockerungen überbieten. Mit anderen Worten, heute ist Hühnerhaufen. Naja, heute über Föderalismus und Normalfall der Demokratie. Und wo ist der ansprechen. Und im Übrigen habe ich ja diese Mahnung vor etwa 2 oder 3 Wochen nicht ohne Grund gemacht, weil es sich abgezeichnet hat. Zu Anfang gab es so einen gewissen Wettbewerb auch, wer macht die schärferen Maßnahmen im Shutdown. Und dann, als man sozusagen die ersten Erfolge sah, gab es dann einen umgekehrten Wettbewerb, wer versucht als erstes wieder rauszukommen. Ja. Die Aufgabe der Politik hier in Berlin und im Bund muss es doch sein, zu verhindern, dass ein solcher vielstimmiger Chor tatsächlich als Hühnerhaufen wahrgenommen wird. Und das ist mal besser, mal schlechter gelungen. Wie ist es denn heute gelungen? Ich finde wir haben heute doch in wesentlichen Fragen einen gemeinsamen Beschluss gefasst. Mhm. Das finde ich richtig. Und wir haben auch durchgesetzt, dass die Notbremse eingeführt worden ist. Und das sind wir den Menschen schuldig, die auch Angst um ihre Gesundheit haben. Und als Wirtschaftsminister sage ich, es ist niemandem gedient, wenn wir alle paar Wochen die Wirtschaft auf und wieder zumachen müssen, weil wir Rückfälle haben, sondern wir müssen erreichen, dass diejenigen, die jetzt bei Daimler und bei VW und bei Ford wieder anfangen zu arbeiten, dass die dann auch in den nächsten Monaten durcharbeiten. Ich habe eine Nachfrage zur Notbremse. Also ich habe verstanden, wenn in einem Bezirk 50 Infizierte in 7 Tagen auf 100.000 Einwohner gemeldet werden, und das kann man tatsächlich online sehen, auf dieser fabelhaften Seite des Robert-Koch-Instituts, aufgeschlüsselt ganz Deutschland. Aber wer zieht dann die Notbremse? Zieht das die Kanzlerin? Zieht das der Bürgermeister vor Ort? Zieht das der Ministerpräsident des jeweiligen Bundeslandes? Ja. Also das Weil ist in Ischgl hat das mit der Notbremse überlassen, denjenigen, die vor Ort eine Entscheidung zu treffen hatten. Ja, und deshalb haben wir auch nicht gesagt, es bleibt alles dem jeweiligen Bundesland überlassen. Wir haben gesagt, es muss eine Meldung geben, es muss Transparenz geben, damit man weiß, woran man ist. Und dann gibt es die Verpflichtung des jeweiligen Ministerpräsidenten, der Ministerpräsidentin, dafür zu sorgen mit den örtlichen und lokalen Behörden, dass die notwendigen Maßnahmen ergriffen sind. Das bedeutet nicht einen kompletten Shutdown unbedingt, sondern es bedeutet zielgerichtete Maßnahmen, die dazu beitragen, dass es eingegrenzt werden kann. Wenn das nicht geschieht, dann werden wir selbstverständlich eine öffentliche Debatte bekommen. Und diese Debatte hat sich gewaschen. Und deshalb bin ich ziemlich überzeugt, dass es ein ganz ähnliches Vorgehen geben wird. Das war ja im Übrigen auch so, als die Ansteckungszahlen sehr hoch waren, dass dann innerhalb von wenigen Tagen alle Länder ihre Kitas und ihre Schulen geschlossen hatten. Und es war dann am Ende so, dass alle auch ihre Geschäfte und ihre Restaurants geschlossen hatten. Also Sie glauben, die Schwarmintelligenz löst das Problem? Ja, ich glaube, dass wir auch gelernt haben aus diesen Vorgängen und dass alle jetzt wissen, wie ernst und wie seriös die Situation ist. Und deshalb bin ich mir nicht sicher, aber ich hoffe jedenfalls, dass wir große Rückschläge vermeiden können. Wäre es nicht besser, die Kanzlerin zieht diese Notbremse?
Also Frau Körtbeck hat ja gerade gesagt, sie hat verloren heute. Sie wollte das Heft des Handels in der Hand behalten. Sie war die Vorsichtige. Alle anderen sind vorgeprescht. Wäre es nicht besser, die Kanzlerin hätte dieses Mittel zumindest in der Hand? Also ich bin schon so alt, in der Schule habe ich noch Latein gelernt. Und da gab es die für mich so spannende Geschichte, dass wenn Rom in Not war, wirklich in existenzieller Not, dann haben sie alle Macht auf einen sogenannten Diktator übertragen. Und der durfte entscheiden und durfte durchregieren. Okay. So. Und das ist allerdings etwas, da haben wir uns gegen entschieden, aus gutem Grund, weil wir in der Geschichte der Menschheit mit solchen Diktatoren eher schlechte als gute Erfahrungen gemacht haben. Und deshalb kann keine Kanzlerin dieser Welt und kein Kanzler dieser Welt einfach sagen, ich gebe Anordnungen, schon gar nicht dort, wo die Bundesländer rechtlich nach dem Grundgesetz die Verantwortung tragen und zuständig sind. Also mit Verlaub, es sieht aber im Moment so aus, als ob die Kanzlerin die bösen Nachrichten schon überbringen sollte, nämlich wir gehen alle in den Shutdown. Und jetzt, wo es gute Nachrichten gibt, dürfen es die Ministerpräsidenten machen. Naja, das war jetzt kein Nein. Ne? Es führt uns aber auch jetzt nicht weiter, okay. Wenn der Bundeswirtschaftsminister sagt, wir armen Bundespolitiker, wir müssen immer für andere die Suppe ausbaden, dann kriegen wir den nächsten Anwurf zurück. Ich plädiere einfach dafür, dass wir mal für ein paar Wochen noch versuchen, diesen Parteien und Institutionen und Ebenenstreit zu vermeiden und uns einfach auf das konzentrieren, was notwendig ist, dass die Zahl der Neuansteckungen nicht mehr steigt. Okay, eine Frage trotzdem noch zu den Maßnahmen. Also, wie soll das funktionieren? Alles wird geöffnet, aber die Eltern, die arbeiten gehen müssen jetzt auch wieder, haben Kinder zu Hause. Die gehen nicht in die Schule und die gehen nicht in die Kitas. Wie soll das funktionieren? Ja, warum haben Sie dafür keine einheitliche Lösung gefunden? Zum einen haben die Länder Notbetreuungen organisiert. Notbetreuung. Die werden aber unterschiedlich gehandhabt. Ich hätte mir gewünscht, dass die Länder sich da auf ein gemeinsames Konzept verständigt hätten, aber so ganz einfach ist es offenbar nicht. Der zweite Punkt ist, dass in vielen Fällen auch, weil ja gerade auch die Großeltern nicht betreuen sollen, damit sie sich nicht selbst in Gefahr bringen, und wenn dann keine anderen Betreuungsmöglichkeiten vorhanden sind, ein Elternteil zu Hause geblieben ist oder vielleicht sowieso Kurzarbeit gemacht hat. Das kann man auf Dauer nicht machen. Da wurden Lösungen gefunden. Wir haben auch finanziell dazu beigetragen, dass das erleichtert wird. Und wir werden für solche Herausforderungen noch eine ganze Zeit lang Lösungen brauchen. Es wird nicht so sein, dass mit den Öffnungen jetzt alle Probleme verschwinden. Es wird viele Geschäfte geben, die werden öffnen können, aber so wenig Kunden haben, weil sie eben nicht so viele Menschen ins Geschäft lassen dürfen, dass sie keinen Gewinn erwirtschaften, dass sie weiter miese machen und dass sie sich die Frage stellen, wie werde ich mein Unternehmen, mein kleines Geschäft über die Runden bringen. Ja. Damit müssen wir uns beschäftigen, auch mit diesen Eltern. Sie wissen, dass es den bösen Vorwurf gibt, die Bundesliga ist Lobby genug, um ihre Öffnung zu bekommen. Die Wirtschaft ist Lobby genug, um die Öffnung zu bekommen. Eltern, Kinder haben keine Lobby und deshalb haben die ihre Öffnung nicht bekommen. Nein, das ist falsch. Zum einen, weil auch diese ganzen Öffnungsdiskussionen etwa über Schulen und Kitas ganz unterschiedlich sind. Ich kann mich erinnern, als nach Ostern die ersten zaghaften Öffnungen beschlossen worden sind, dass in einer Sendung, entweder ARD oder ZDF, wo ich eingeladen war, auch eine Mutter ganz herzzerreißend gesagt hat, ich möchte nicht, dass meine Kinder in die Schule wieder gehen müssen bei der Ansteckungsgefahr. Und ein anderes Elternpaar hat gesagt, warum dürfen unsere Kinder nicht endlich in die Schule gehen? Auch hier sind die Meinungen sehr geteilt. Und deshalb bin ich froh, dass ein schrittweises Vorgehen vereinbart worden ist und dass man auch auf regionales Infektionsgeschehen Rücksicht nehmen kann. Das heißt, es wird Gegenden geben, wo Änderungen zurückgenommen werden, damit das Virus keine Chance hat. Wie viel Angst haben Sie vor der zweiten Welle? Man hat das Gefühl, heute sind alle Scheunentore aufgegangen, alle Öffnungen kommen, Schwimmbäder, Versammlungen bis 100 Menschen. Haben Sie Angst davor, dass wir den Vorsprung verspielt haben, den wir uns erarbeitet ich haben? Ich denke eigentlich seit Ausbruch dieser Pandemie jeden Tag darüber nach. Wir haben ja alle gelernt, dass wir mit diesem Virus über viele Monate leben müssen. Es wird auch nicht so sein, dass im Winter alle Ansteckungen verschwunden sind. Da kann es sogar sein, dass die Zahlen wieder steigen. Aber das Entscheidende ist doch, dass unser Gesundheitssystem zu keinem Zeitpunkt überfordert wird. Mhm. Und das haben wir geschafft in der ersten Welle. Und das müssen wir auch schaffen, wenn die Zahlen mal vorübergehend wieder ansteigen, dass wir genügend Intensivbetten haben, dass wir genügend Beatmungsgeräte haben, genügend Testkapazitäten haben. Da haben wir viel gearbeitet, da ist viel geleistet worden. Und trotzdem gibt es überhaupt gar keinen Grund zur Sorglosigkeit. 10 Millionen Menschen haben Kurzarbeit angemeldet oder 10 Millionen beantragt. Bei der Finanzkrise waren es am Ende 3 Millionen, die es tatsächlich dann bekommen haben. Mit dieser Zahl, 10 Millionen, hat niemand gerechnet. Das ist wirklich sehr hoch.
Wie groß ist Ihre Angst, dass am Ende von diesen 10 Millionen tatsächlich dann eine ganze Menge ihren Job verlieren werden, weil die Unternehmen es nicht schaffen werden? Also zum einen war es so, dass diese hohe Zahl von 10 Millionen natürlich auch damit etwas zu tun hat, dass eben Arbeitsplätze nicht weggefallen sind. In den USA, wo es ähnliche Kurzarbeiterregelungen nicht gibt, gibt es 10 Millionen Arbeitslose und noch viel mehr innerhalb kürzester Zeit. Das haben wir unseren Menschen Gott sei Dank erspart. Trotzdem ist die Zahl der Arbeitslosen gestiegen, natürlich. 300.000 in einem Monat, das ist ein Plus von 13%. Wenn auch auf einem niedrigen Niveau, weil wir eben in einer Marktwirtschaft leben. Und wenn ein Unternehmer sagt, ich könnte zwar meine Beschäftigten in Kurzarbeit schicken, aber ich ziehe es vor, sie zu entlassen, weil ich nicht weiß, wie lange das dauert und ob ich wieder rauskomme, dann ist das seine Sache. Das können wir als Politik weder verbieten noch anordnen. Und trotzdem sagt mir die Erfahrung aus der Banken- und Börsenkrise 2008, 2009, dass es möglich ist, mit dieser Kurzarbeiterregelung die große Mehrheit der Beschäftigungsverhältnisse zu erhalten, und zwar im Interesse unseres Landes, das wieder schneller auf die Beine kommt, aber auch im Interesse der Familien. Sie haben im März gesagt, wir haben so viele Reserven, dass wir versprechen können, dass wir alles tun, damit kein Arbeitsplatz wegen Corona verloren geht. Stand heute müssen... Nein, das ist falsch. Ich habe gesagt, bei dem ersten Mal mit Olaf Scholz, dass kein Arbeitsplatz verloren gehen muss. Das ist ein wörtliches Zitat bei Hart aber fair so gefallen. Können wir ja, aber gerne... Ja, da bin ich unterbrochen worden, bevor das Muss kam. Davor hatte ich es in der Pressekonferenz gesagt. Ja, natürlich, weil die Politik... Ich wollte aber eine ganz andere Frage stellen. Ich wollte nur wissen, ob man in dieser Krise überhaupt etwas versprechen kann, weil wir doch alle nicht wissen, wie es ausgehen wird. Also wissen Sie denn, wie hoch die Arbeitslosigkeit am Ende dieser Krise sein kann oder wird? Oder wie hoch dann tatsächlich der Verlust ist, den das Bruttoinlandsprodukt wir versprechen doch gar nichts. Erleidet. Aber wir werden gefragt als Politiker, was ist denn unsere Einschätzung? Steigen die Infektionen wieder? Kommt eine zweite Welle? Haben Sie auch gemacht eben. Woher soll ich das wissen? Ich bin kein Hellseher und trotzdem haben Sie recht, mich das zu fragen, weil wir eine Führungsverantwortung haben. Ich musste mir viel Kritik anhören, als ich sagte, das wird eine ganz, ganz schwere Rezession. Das ist drei Wochen her. Da haben viele gesagt, er will jetzt von Blut, Schweiß und Tränen reden, um sich ein schönes Bild zu verschaffen. Nein, das war die Erkenntnis aufgrund der Berechnungen der Volkswirte und auch der Berater meines Ministeriums. Und das muss man dann offen aussprechen. Und genauso richtig ist es doch auch, dass wir versuchen, dass wir nach dieser Rezession, die wir jetzt erleben, das ist wie so eine linke Seite eines Faust, da geht es runter. Dass wir dann nicht ewig unten auf der Talsohle bleiben und dann ganz langsam wieder hochgehen, sondern dass nach diesem scharfen Abstieg auch wieder ein relativ zügiger Aufstieg erfolgt. Das nennen die Volkswirte eine V-Kurve. So, das streben wir an, das versuchen wir zu erreichen. Und es gibt ein Beispiel dafür. Das war eben diese Krise 2008, 2009. Damals war ich Staatssekretär bei Angela Merkel, nicht im Kanzleramt, sondern im Innenministerium. Und da hat jeder gesagt, ihr braucht 10 Jahre, um das wettzumachen. Und am Ende war es in 2 Jahren mehr oder weniger geschafft. Das ist ein positiver Gedanke, den möchte ich gerne auch stehen lassen. Aber vielleicht ganz zum Schluss, das geht mit Ja oder Nein, die letzten drei Fragen. Lufthansa retten, aber nur, wenn der Staat mitreden darf? Ja oder Nein? Lufthansa retten. Und zwar so, dass es funktioniert. Und da muss der Staat da mitreden oder nicht? Wollten doch nur Ja oder Nein haben. Ja. Darüber wird jetzt gesprochen und ich bitte um Verständnis. Alles, was wir hier sagen, hat Börsenrelevanz, jedenfalls, wenn ich das sage. Okay. Und deshalb, wir sind in Verhandlungen, wir tun das gemeinsam als Bundesregierung und wir werden es hoffentlich in den nächsten Tagen entscheiden. Steuererhöhungen wegen der Corona-Krise wird es nicht geben? Ich möchte sie nicht. Weil ich möchte, dass der Aufschwung wieder kommt. Wir sind ein Land, wo die Steuern nicht so niedrig sind, sondern eher zu hoch im internationalen Vergleich. Ein Nein. Und deshalb sage ich, ich hoffe, nein. Klimafreundliche Autos kriegen eine Kaufprämie, alle anderen nicht? Wenn es nach mir geht, nein. Wir wollen unsere Klimaziele erreichen. Mhm. Aber wir wollen auch, dass die Wirtschaft insgesamt auf die Beine kommt. Und das wird man nur machen können, wenn man technologieneutral ist. Dabei spielt der Klimaschutz eine wichtige Rolle. Mhm. Aber es geht vor allen Dingen auch darum, dass Deutschland international eine führende Wirtschaftsmacht bleibt. Wir sind gespannt, wie Sie das entscheiden. Horst Seehofer ist neulich gefragt worden, ob Frau Merkel noch mal antritt. Und er hat gesagt, ich kann nicht bestreiten, dass ich diesen Gedanken in letzter Zeit öfters gehört habe. Sie auch? Ja, wenn Horst Seehofer laut gedacht hat, habe ich natürlich manchmal mitgehört im Kabinett oder so. Aber ich glaube, dass diese Spekulationen im Augenblick doch überhaupt nicht das sind, was wir brauchen. Okay. Wir haben eine Krise zu lösen
und ganz, ganz viele Probleme damit im Zusammenhang. Und dann schauen wir weiter, wie sie gelöst wird und danken sehr für den Besuch in diesem Studio heute Abend. Peter Altmaier, herzlichen Dank. Danke Ihnen.